Fuck, Alter. Woche 40 rum. Sonntag ist es, ey. So viel habe ich nicht, ey. Ich versuche jetzt wirklich möglichst viel stressfreier zu arbeiten und nicht wirklich jeden Scheiß vorzustellen, sondern wirklich das, wo ich sage, oh, da könnte ich mal was reinbuttern. Würde ich auch gerne mal machen. So betrachten wir das, ja. Alles andere, Scheiß drauf, ohne Mist, ey. Alleine diese Woche war es super hart. Ich war Mittwoch, Donnerstag, Freitag online. Vor allem Mittwoch, Donnerstag. In den 2 Tagen wurden über 60 Tokens released. Am Montag war ich auch online. Also ich habe mir diese Woche echt 120 Tokens angeguckt. Und viel ist es nicht. Es ist sau viel Scheiße, es ist sau viel Schrott auf dem Markt. Ja, die ganzen Leute gehen mir auf den Sack mit irgendwelchen Shiba Inus, die zum Mond fliegen, die zum Mars fliegen, die sonst irgendwie. Scheiß drauf, ganz ehrlich. Also, legen wir los. Was gab's denn Schönes? Ihr seht schon Osmosis und denkt euch, ey Roman, ist dir echt nichts Besseres eingefallen? Nein. Jeder, der Kosmos kennt, kennt auch Osmosis. Was ist es? Es ist ein DeFi-Dex. Dex ist es. Mit saugeilen Staking-Möglichkeiten. Alles auf Kosmos. Kosmos. Ja, also die Kosmos-Nutzer kennen das Ding, die feiern das schon seit Wochen, Monaten. Geiles Teil. 5 Dollar kostet uns der Spaß. Ja, 4,91 Sekunden. Gibt es insgesamt 1 Milliarde Tokens? Lecker. Okay. Gehst du drauf, guckst du an. Enter the Lab. Lasst euch von der Aufmachung nicht stören. Alles legit, alles funktioniert. Es gibt unterschiedliche Cosmos-Pools. Ich habe jetzt mein Wallet nicht aktiviert, aber ihr seht, hier ist einiges mit dabei. Airdrops sind halt auch ziemlich nice. Ja, cooles Ding. Also jeder, der in Cosmos drin ist, sollte auf jeden Fall sich Osmosis angucken. Wenn du nicht in Cosmos drin bist, guck dir das Ding an. Ist lecker. So. Dann haben wir Solstar Finance. Solstar Finance, Preis 20 Cent das Stück. Insgesamt gibt es lediglich 100 Millionen STR. Bei dem Preis. Das kann was werden. Vor allem, es ist ein Launchpad. Es ist ein Launchpad und ohne da jetzt ins Detail zu gehen, ich bin ein großer Freund von Launchpads, vor allem. Man braucht eins, zwei gute Launchpads im Portfolio, warum, weshalb, wieso, damit ihr vor dem Release eines Coins schon irgendwo rein investieren könnt. Ganz einfach. Und sobald da was Neues auf dem Markt ist, behalte ich das im Auge, guck's mir an und not. Kommen wir dann direkt zu dem nächsten Starter. Ist genau dasselbe, auch ein Launchpad, aber für Kusama. Das Ding ist, wir haben hier einen Preis von 1,5 und 60 Millionen. Also, 60 Millionen Preis 1,5. Wenn soll's dann nur annähernd PSM aufholen sollte. Wenn hier locker auch bei unseren 70 Cent landen. Sei mal hingestellt. Ich zeige nur die Projekte. Keine Kaufberatung, keine Kaufempfehlung. Informiert euch darüber. Jo, dann gehen wir zum was anderem rüber. Das ist Milk-Plattform. Milk-Plattform, all, ist schon ein bisschen älter. Hat mir aber jemand in einem Livestream mich darauf aufmerksam gemacht, warum, weshalb, wieso. Wir sind hier gerade über so den IDO-Preis gekommen. Und das ist der Token von Welt der Wunder. Mehr brauche ich nicht dazu sagen. Fertig. Kann man sich natürlich jetzt darüber ausschlachten, warum das so geil ist und das funktioniert, aber es ist jetzt gerade nicht meine Aufgabe. Guck's dir genau an. Ist alles legit. Funktioniert. Läuft.
Und obwohl das Ding 23 Cent kostet, haben wir einen Maximalsupply von 200 Millionen. Ist auch nicht viel. Ist auch nicht viel. Da ist noch gut Luft nach oben. Uji. Marsreise. Uiuiui, ui, ein Tag geht schon hier so ein bisschen runter, aber schaut euch mal an, macht sich sehr gut. Marsreis ist ein jo, nice Mars to gaze for a better future. Ist ein Mars-Game. Hat mit Mars vor nichts zu tun, übrigens. Aber who knows, wer Gaming sich das genauer mal anschaut. Ich finde es interessant. Vor allem hat sich jetzt hier der Kurs halt auch relativ gut entwickelt, wobei die Shitonomics bei knapp einer Fuck-Fantasillion, Alter, das ist. Das ist das. Aber hey, schau es mal an. Blocktopia. Junge, Junge, Junge. Auch ein NFT-Ding, läuft aber diesmal auf Poly. Wir haben hier einen Preis von 1,2 Cent zu 200 Milliarden Blocks. Was sind denn Blocks? Blocktopia wird eine virtuelle Welt sein, eine VR-Welt, sogar alles in VR. Und das Ding ist, unabhängig davon, dass man das alles so begehen kann und das alles so super duper fancy ist, denkt ihr euch so, ey Roman, what the fuck? Ja. Warum zeigst du es uns überhaupt? Ich zeige euch das aus einem guten Grund. Lendsale. Ihr habt jetzt schon die Möglichkeit. Also die Preise sind schon schweineteuer. Also 1 Million, 1,2 Millionen würden dann dementsprechend ungefähr 15.000 Euro kosten in dieser Welt, euch Land zu kaufen. Wird gerade an einigen Stellen gehypt, wobei ich da auch noch sehen will. Weil momentan auch die ganzen gehypten, also auch dieses ganze Cyberpunk und so ist zwar alles schön und nett und wunderbar, aber mal gucken, ob sie auch liefern. Auch wenn sie die Unreal Engine machen. Kann man auf jeden Fall beobachten. Dann kommen wir zu zwei Special Guests. Game Exchange. All time. Haben wir hier irgendwo gefunden. Bimmelt gut rum. Um was geht's überhaupt? Ich zwei Dinge aufmachen. The Future of Game Assets Exchange. Um was geht's denn? Build better gaming experience. Redeem your gaming wealth. Developers. Partners. ApeSwap. Hahaha. Ich habe mich schon öfters über ApeSwap lustig gemacht. Blockchain Game Allianz. Blockchain Game Allianz. Und das ist das, was mich total überzeugt hat von dem Ding. Warte mal, ich mache mal meine Hackfresse ein bisschen größer. So. Ist eine von Ubisoft angeführte Allianz, also ein weltweiter Verein von Blockchain-Spieleherstellern. Und Game Exchange ist da mittendrin, an Bord, sitzt da und deren Ziel ist es, ein Exchange zu machen für NFTs. Das bedeutet, du spielst Splinterlands, möchtest deine Karten loskriegen und dann zum Beispiel bei irgendeinem Gala-Spiel mitzumachen, weil Gala ist ja auch in der Allianz drin. Da kannst du die Dinge einfach swappen, tauschen. Blockchain-übergreifend. Hat mich überzeugt, fand ich geil. Wir haben momentan noch nicht so viele Spiele eingebunden, aber es kommt peu à peu. Und ich habe da ein bisschen was reingebuttert und ich finde es interessant. Ich finde es wirklich interessant, vor allem wenn wir uns das jetzt mal hier anschauen. Help Center, meine ich, war das gewesen. Genau. XP heißt das Ding. Vision, über DVD, wo ist denn Geek gestartet? Irgendwo war das. Game Staking NFT Marketplace. Game Exchange for Developers. Ach, ich finde die Grafik gerade nicht. Die hatten so eine schöne Grafik gehabt. Na, jetzt unabhängig jetzt von diesem ganzen Laber-Palaber. Page not found. Oh,
Ich bin gerade echt ein Aussatz, aber scheiß drauf. Lange Rede, kurzer Sinn, sie wollen wirklich mehrere Blockchains zusammenfassen, ja. Und das alles in ihrem Exchange zusammenbringen. Ich mal ein extra Video zu machen. Guck dich das mal an. Ist gut. So, da bleibt noch einer übrig. Neu, interessant. Mondo. Schimmelt hier auch stabil rum. Warum finde ich Mondo Coin interessant? Dein Anteil am E-Commerce von morgen. Der Mondo Community Coin. Wir revolutionieren den Online-Handel. Marketing bla bla stumpft mich relativ immer ab. Was mich aber nicht abstumpft bei der ganzen Sache, deutsche Unternehmen, die dahinter stecken. Ich versuche sie zu kontaktieren und ein Interview mal zu besorgen für uns, sodass wir mal ein bisschen mehr über das Projekt erfahren. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn die Entwickler von Mondocoin uns erklären, was sie vorhaben, als wenn ich hier meine Recherche betreibe. Dieses. An diesem Punkt sei gesagt, neue Coins habe ich vorgestellt. Es gibt jetzt noch zwei Updates. Einmal zu D-Race. Die D-Race-Page ist online. Die neue Marketplace funktioniert noch nicht. Aber wir haben eine Preview, wie das alles laufen. Ja, hier, wenn ich auf die Horses klicke, guckt euch mal die hübschen Dinge an. Hier den hübschen. Klicken wir da drauf. Also da haben wir schon mal so eine Preview von den Einzelnen. Die Werte der Pferde wissen wir. Was das spätere Breeding angeht, kann das halt wirklich sehr interessant sein. Was ich geil fand, die haben auch eine 3D-Funktion reingebaut für die Pferde, um einfach nur nicht irgendwie ein Kack-NFT dahin zu klatschen, sondern guckt euch mal einfach mal diese Schönheiten an. Ja. Ist geil. Mir voll einer ab, wenn ich sowas sehe. So viel zum Thema Dioris. Die machen Fortschritte, die liefern auch in einer sehr guten Qualität. Oh, Light Mode. Bleiben wir lieber im Dark Mode. So. Das war auch so ein kleines Update zu D-Race und zu allerletzt nochmal ein Update zu Manga Token. Ein großes Update gibt es am 15. In 5 Tagen, am Freitag. Wird geil. Nichtsdestotrotz für alle Freunde, die auch einen YouTube-Channel betreiben. Ja. YouTube Explainer Video Contest gibt's zu gewinnen. 1,2500 Dollar und 1,25 Millionen Manga-Token. Schön erklärt, was ihr alles machen müsst. Easy going, macht auf jeden Fall mal mit. Empfehle ich jedem. Die Links zu den einzelnen Sachen packe ich wie gehabt wieder unten in den Kommis rein. Jo, gebt mir auch Bescheid, was ihr von den ganzen Sachen hält. Wo würdet ihr einsteigen? Wo würdet ihr sagen, jo, komm, das ist geil. Da würde ich mit reinbuttern. Oder, ey Roman, was hast du uns wieder für einen Scheiß gezeigt? Das Allerwichtigste sei aber gesagt. Und zum Schluss zeige ich euch noch eine einzige Kleinigkeit. Ada. Warum weshalb Ada? Ada, ein von mir nicht gehyptes Projekt, wurde vor über 3 Jahren released. Hatte ich hier beim letzten Bullrun gut mitgemacht. Abgeflacht. Jahrelang hat man drauf warten müssen, bis das Ding so explodiert ist. Darum geht's. Es ist meine Aufgabe, Coins hier zu suchen, mit euch gemeinsam zu entscheiden, was geil ist. 2, 3 Jahre warten und to the moon. In diesem Sinne, bleibt gesund, gute Trades.